Die Zehnjährige Nebija auf dem Weg zum Wasserholen. Früher bedeutete dies jeden Tag viele Stunden Fußmarsch. Dank Caritas besitzt Nebias Dorf im Osten Äthiopiens heute einen eigenen Brunnen. Das hat ihr Leben grundlegend verändert. Seitdem ich nicht mehr jeden Tag stundenlang unterwegs bin, habe ich endlich mehr Zeit. Jetzt kann ich zur Schule gehen und etwas für mein Leben lernen. Heute gehen alle Mädchen des Dorfes zur Schule. Auch diese wird von Caritas Schweiz mitfinanziert. Viele der Kinder hier verbrachten bis vor kurzem wie Nebija ihre Tage zu großen Teilen mit Wasser holen. Jetzt lernen sie Mathe und Englisch. Seite 117. Magst du Honig? Nein, ich mag keinen Honig. Nebija ist mit ganzem Herzen bei der Sache. Sie lernt für ein großes Ziel. Magst du Orangen? Nein, ich mag keine Orangen. Wenn ich keine Bildung habe, werde ich irgendwann verheiratet. Und mein Mann wird mich immer von oben herab behandeln. Das will ich nicht. Ich möchte eine gute Ausbildung, damit ich später nicht von einem Mann abhängig sein muss. Das ist mir wichtig. Ich möchte Ihnen das Rüstzeug für Ihr späteres Leben mitgeben. Das, was Sie hier lernen, soll eine gute Grundlage dafür sein, später das machen zu können, wovon Sie heute träumen. In Äthiopien werden viele Mädchen in Nebias Alter bereits verheiratet. Für sie beginnt eine Spirale, in denen Frauenrechte häufig nur wenig Platz haben. Aus diesem Grund widmet die St. Joseph Elementary School den Themen Frauenrechte und Frauenbildung ein besonderes Augenmerk. In speziellen Kursen für Mädchen werden sensible Themen angesprochen. Die Mädchen werden aufgefordert, bei Missbrauch nicht zu schweigen. Was macht ihr, wenn eine Geburt nicht im Spital stattfindet? Wir melden es. Bei Mädchenbeschneidung? Wir melden es. Und bei Zwangsheirat? Wir melden es. Dank der Aufklärung hat sich die Situation der Frauen in den umliegenden Dörfern in den letzten Jahren wesentlich verbessert. Nebija und ihre Freundinnen wollen das neue Wissen jedoch noch weitertragen. Das, was ich hier lerne, gebe ich auch an meine Freundinnen in den Nachbardörfern weiter. Und ich sage ihnen, dass sie es auch anderen weitersagen sollen. So können wir möglichst viele Mädchen erreichen. Ich muss